Das könnte mal der ehemalige Hafen von Assini gewesen sein, von dem Homer spricht, dass hier Agamemnon und der König von Argos nach Troja losgesegelt seien im Schiffskatalog. Man erkennt das daran, dass die Kufenspuren parallel verlaufen Richtung See, so wie sie hinter dem Hügel ebenfalls in parallelen Linien in Richtung der See verlaufen, denn natürliche Phänomene würden solche Spuren nicht in sagittaler Richtung ausformen, sondern eben entsprechend demjenigen, wie Wellen immer ihre Dünen in vertikaler Richtung formen und auch das Gestein aushöhlen. Hier ist wieder ein Stein, der diese längsgerichteten Kufenformen als Interpretation aufweist.